Nobody's perfect. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten, das verbotene Grab erreichen und das Geheimnis der Weißen Königin lüften. Sie wird viele Prüfungen bestehen müssen. Die Entdeckerin darf keinesfalls weiter zögern. Mach ich gleich, Dad! Mhm. Die hohen Mauern der Burg locken höhnisch. Bestien kreuzen den Weg unserer Heldin. Ob sie blutrünstig sind? Unsere Heldin kann auf 100 Schritt eine Fliege treffen. Mhm. Tödliche Präzision, meistens. Anscheinend ist dort oben in dem Krähennest etwas. Ah, okay. Das hat nicht gereicht. Das Spiel ist nicht synchron, muss ich gerade feststellen. Oh ja. Lara klettert über einen See aus blubbernder Lava. Und jetzt zum wahren Schatz im verbotenen Grab. Wir? Unsere Heldin muss aufpassen, damit der König nichts merkt. Wer? Atlas? Was hat Lara mit der ganzen Sache zu tun? Sie macht in ihrem Zimmer Hausaufgaben. Sie hat nicht viel Zeit. Die Königswache erwartet nicht, dass Croft die Burg erklettert. Der Turm der Burg ist höher als erwartet. Oh ja. Oh.
Unsere Heldin erspäht noch einen Zugang. Vogel weg da! Psst, geh weg! Die kleine Lara stellt sich der enormen Höhe und der Gefahr und denkt nicht mehr daran. Oh oh. Nicht runterfallen. Fast geschafft. Kann die überhaupt runterfallen? Ich will zwar nicht testen. Und auch nicht wissen. Sie findet wieder Halt und ihr Ziel. Und nun auf zum verbotenen Grab. Okay. Die Brüstung ist beschädigt. Sie muss sich durchquetschen. Sie ist ganz nah, kann es fast berühren. Aber da ist ein unsichtbares Kraftfeld. Es muss einen anderen Weg geben. Oh oh. Unsere furchtlose Abenteurerin ist auf dem Gipfel. Oh ja. Oh oh. Oh. Sie sieht unter sich einen Zugang. Sie muss vorsichtig sein. Ja, ja. Auf jeden Fall. Warum mache ich immer Dummheiten? Gute Frage. Die ist einfach nur wahnsinnig. Endlich betritt sie das verbotene Grab. Wow. Nachts stahl die Fledermaus die Königin bei 30 Nord und 90 Ost. Aus ihrer Feder floss ihr Herz, entlässt die Liebe Licht um Toast. Ob die weiße Königin wohl einsam ist? Die weiße Königin finden? Die Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Mhm.
Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Ja, ja. Globus zu tun haben. Aber ich weiß jetzt nicht, was genau. Die Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Ja! Das ist ein altes Spiel. Zwei Schilde, eine weiße Krone. Ist das die weiße Königin? Das ist ein altes Spiel. Zwei Schilde, eine weiße Krone. Ist das die weiße Königin? Die Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Wo sind die weißen Figuren? Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Die Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Ja, ja. Muss ich die auch noch schieben? Zitat von Chaucer: Was ist besser als Weisheit? Frauen. Und was ist besser als eine gute Frau? Nichts. Der Kopf von König David. Vom Schafhirten zum König, kaum zu fassen. Die Schale des Johannes. Der Apostel erhielt eine Schale mit vergiftetem Wein, aber nach seiner Segnung verwandelte sich das Gift in eine Schlange und er trank den Wein unversehrt. Eine Rolle aus Byzanz. Gerechtigkeit ist das beharrliche Bestreben, dass jedem sein Recht zuteil wird. Kaiser Justinian. Das ist ägyptisch, ein böses Auge. Der Inhalt sollte die Menschen im Jenseits nähren und für sie sorgen.
Habe ich irgendwas übersehen? Hanisch, Mitte des 14. Jahrhunderts. Germanisch, glaube ich. Unfassbar, wie schwer die Hanische waren. Die armen Pferde. König und weiße Königin. Da ist was in den Schilden. Das arme Ding hat durch die Rossstirn bestimmt kaum was gesehen. Der Sonnenkönig Ludwig XIV. Heiratete Maria Theresa und beendete so den Krieg mit Spanien. Arme Königin, Maria Theresa starb qualvoll und der König sagte, das ist der erste Ärger, den sie mir bereitet. Die Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Das ist ein altes Spiel. Zwei Schilde, eine weiße Krone. Ist das die weiße Königin? Bin mir nicht ganz sicher, aber ich könnte hinkommen. Ich weiß gar nicht, worauf ich achten soll oder was ich machen soll. Aber die Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Ja. Das habe ich auch schon rausgekriegt.
Wenn ich aber nicht weiß, welche Koordinaten gemeint sind, dann kann ich lange drehen und kurbeln. Altes Spiel. Zwei Schilde, eine weiße Krone. Ist das die weiße Königin? Das ist ein altes Spiel. Zwei Schilde, eine weiße Krone. Ist das die weiße Königin? Der Kopf von König David. Vom Schafhirten zum König, kaum zu fassen. Die Schale des Johannes. Der Apostel erhielt eine Schale mit vergiftetem Wein, aber nach seiner Segnung verwandelte sich das Gift in eine Schlange und er trank den Wein unversehrt. Hanisch, Mitte des 14. Jahrhunderts. Germanisch, glaube ich. Unfassbar, wie schwer die Hanische waren. Die armen Pferde. Der Sonnenkönig Ludwig XIV. Heiratete Maria Theresa und beendete so den Krieg mit Spanien. Arme Königin, Maria Theresa starb qualvoll und der König sagte, das ist der erste Ärger, den sie mir bereitet. Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Aber wer ist bitteschön die weiße Königin? Aber kann ich das noch hier lang ziehen? Die Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Die Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Das ist ein altes Spiel. Zwei Schilde, eine weiße Krone. Ist das die weiße Königin? Ah! Ich verstehe. Oh,
Die Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Ja, ja. Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Was für Koordinaten? Die Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Welche Koordinaten? Welche Koordinaten? Das ist ein altes Spiel. Zwei Schilder, eine weiße Krone. Ist das die weiße Königin? Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Ja. Hab ich gar nicht gewusst. Thank you.
Welche verdammten Koordinaten? Eine Rolle aus Byzanz. Gerechtigkeit ist das beharrliche Bestreben, dass jedem sein Recht zuteil wird. Kaiser Justinian. Das ist ägyptisch. Ein böses Auge. Der Inhalt sollte die Menschen im Jenseits nähren und für sie sorgen. Das ist ein altes Spiel. Zwei Schilde, eine weiße Krone. Ist das die weiße Königin? Habe ich irgendwas übersehen? Nö. Das ist ein altes Spiel. Zwei Schilde, eine weiße Krone. Ist das die weiße Königin? Die Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Ja, ist richtig, aber ich verstehe jetzt nicht, was damit gemeint ist. Thank you.
Sollen die allen eine Richtung zeigen oder was? Oh, Leute. Aber wir machen hier erstmal Schluss und sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Erweist sich unsere mutige Abenteurerin vielleicht als würdig, Lord Richard Crofts Assistentin zu werden. So. Wir haben's geschafft. Okay. Nach langem Hin und Her haben wir es doch endlich geschafft. Oh. Croft hat das verbotene Mezzanin betreten. Ein Yatiri. Ein Heiler aus Südamerika. Ein Tyrannosaurus Rex Baby. Ob es auch seine Mutter verloren hat? Kommen wir nicht raus? Wo du auch stehst, diese Masken scheinen dich anzustarren. Sieht nach Maya aus. Ist das Kukulkan? Und wer sind wohl die zwei Hunde? So. Das ist aus Kolumbien. Einige Artefakte kenne ich gar nicht. Ein Ossarium. Es enthält die Knochen der... Wo ist die Weiße Königin? Das ist die große Frage. Solche Rüstungen trugen die Conquistadores im Zeitalter der Entdeckungen. Was haben sie gefunden? Ein Ossarium. Es enthält die Knochen der Toten. Die Inschrift kann ich nicht lesen. 25. Dynastie. Das Innere des Sarkophags ist unglaublich fein gearbeitet. Die Flügel entfalten sich. Der Ritterschild reflektiert den Lichtstrahl. Da ist sie. Die Weiße Königin. Sie ist gefangen. Ich muss ihr helfen. Mhm. Ja. Wie komme ich jetzt hier runter? Ich muss die Weiße Königin befreien. Ja, ja, ist klar. Ich will... Ich muss die Weiße Königin befreien. Ja, ist doch richtig. Die Weiße Königin befreien. Jetzt kann ich sie befreien. Entlässt die Liebe Licht um Toast. Wir haben das Problem gelöst. Mit klopfendem Herzen überschreitet unsere Heldin die Grenze zum Unbekannten. Das sind Mamas Sachen.
Der Pfad sei dunkel und bewacht von Fledermäusen, sagte der Rote Ritter. Die weiße Königin blickte ihn mit einem neugierigen Lächeln an und sagte: Fledermäuse? Ich habe keine Angst vor Fledermäusen. Ich habe vor überhaupt nichts Angst. Was malst du denn da? Du und ich, wir reiten in Ägypten auf einem T-Rex. Wo ist Daddy? Der arbeitet. Eine Schatulle. Ich bin doch in einem Monat wieder da. Wie oft hast du schon gesagt, dass du in einem Monat bist? Emilia, das ist sehr wichtig. Ich kann so kurz davor meine Pflichten nicht vernachlässigen. Du bist immer kurz davor. Deine Besessenheit zerstört unsere Familie. Besessenheit? Ich bin besessen. Du verpasst die Kindheit deiner Tochter, weil du immer in irgendwelchen Gräbern auf der anderen Seite der Welt rumwühlst. Wieso kannst du nicht mit dem zufrieden sein, was du hast? Um Gottes Willen, das ist doch gar nicht dein Problem. Dad? Bitte, du musst das verstehen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was ich je entdeckt habe. Ich verstehe dich ja, aber was soll ich denn machen? Dad? Oh. Oh.